Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Shakes and Fidget. Heute zum, ja, sagen wir mal, vorgezogenen Frühjahresputz. Also es ist wirklich ein vorgezogener Frühjahresputz, weil eigentlich haben wir Winter, aber auf beiden Accounts ist das Inventar dermaßen vollgemüllt, dass ich erstmal sagen muss... Ah, ein Gentleman. Ja, genau das. Okay, also wir schauen mal eben rein. Ja, okay, also, Waffen, Müll, so, und dann diese fünf hier habe ich schon mal rausgesucht, kann ich direkt zerstören. Das hier ist noch so ein bisschen eine offene Sache, da hatten wir ja schon in der letzten Folge drüber geredet, ja, diese Waffe ist zwar 40 Stärke schwächer, wenn man so sagen möchte, aber hat dafür irgendwie 2% mehr Blitzschaden oder halt Eisschaden, also Zusatzschaden und ist leicht von den Attributen besser, aber hat halt einen anderen Range. Daraufhin haben dann Leute gesagt, ey, du hast doch dieses wunderschöne Feature hier unten, dass du ja hier diese Kiste hast. Da könntest du es ja eigentlich mit reinlegen. Würde dir eigentlich ganz gut passen. Wo kommt dieses Scheißding her? Ich weiß nicht. Und deswegen machen wir das. Vergessen erstmal, dass sie da ist und entscheiden uns dann irgendwann anders weiter, weil nach wie vor habe ich keine besonders geilen Kristalle. Das Zeug hier habe ich ansonsten schon angeguckt. Ich kann das hier zerlegen. Ich kann... das hier zerlegen, das geht mir alles zu langsam, wir gehen zum Waffenladen. Ich kann den hier zerlegen, ich kann das hier zerlegen und ich kann das hier zerlegen und diese beiden dann auch noch, weil ich das Zeug halt wirklich nicht gebrauchen kann. Weiter geht es mit Kristallen. Ich finde, ich habe keine Daseinsberechtigung für so viele Kristalle, habe aber allerdings bei mir ja außer hier 922, ich denke, da darf man auch wirklich der 970er rein. Nicht so wirklich den Verbrauch von Kristallen. Ich weiß auch gar nicht bei meinen Kollegen hier, da gibt es irgendwie genau eine Person, die mal hier noch so einen Kristall trägt, der natürlich auch seit 100 Jahren veraltet ist, war ja klar, und der tatsächlich aber seine Stats ganz gut boostet. Und ansonsten, also ich glaube, ich habe gar keinen Grund, jetzt zum Beispiel den 929er Kristall noch weiter in meinem Inventar mit herumzutragen. Genauso wie dieser 945er Kristall. Wir behalten lieber hier die besseren. Und bei der Intelligenzgeschichte, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich doch jetzt öfteren mal in letzter Zeit Intelligenzkristalle gebraucht hätte, aber keine hatte. Deswegen behalten wir sie mal eben. Der hier auch. Auch wenn ich echt nicht happy bin. Aber ja, wie sieht es denn bei dir aus? Die hat sogar eigentlich gute Werte. Behalten wir. So, dann wie sieht es mit schwarzen Kristallen aus? Schwarze Kristalle kann ich mir vorstellen, dass es vor allem bei mir vielleicht noch schwächere gibt. Wir haben 636, 672 und 662. Guck mal hier zum Beispiel meinen Schuhen. Das allein wären 100 auf alles. Wir gucken mal, ob wir noch schwächere Kristalle irgendwo haben. Guck mal hier, 550, auch ein sehr schwacher. 560, okay. Ich würde sagen, ich investiere einfach mal, beziehungsweise ich behalte sie mal noch diese Folge, aber ich glaube, was heißt, es ist eigentlich scheißegal, ich hau die jetzt raus. Guck mal hier, das wird so ein Upgrade sein auf all meine Stats. Ich weiß, dass teilweise die Sachen auch nicht mehr die stärksten sind. Aber ich weiß auch, dass in 5 Tagen, also bis zur nächsten Folge, bereits meine Festung weiter ausgebaut sein wird. Und dann habe ich wirklich gar keinen Grund, die weiter mit mir rumzutragen. Also das bringt es dann halt einfach gar nicht. Das heißt, ich guck mal eben, das ist absolut der Schwächste. Dann kommt noch das hier rein. So, cool. Und das hier wird noch morgen zerlegt. Und dann ist hier das Inventar schon mal aufgeräumt. Frühlingsputz im Januar. Gut, was ich ansonsten noch habe, ist hier... ist ja schon fast wieder voll. Das sind die 5 Tage, von denen ich rede. Ich breche das jetzt mal nicht ab, wenn ihr nichts dagegen habt. Aber ich kann einen neuen Edelstein suchen gehen. Dann kann ich nämlich das hier, zack, noch holen. Das ist die eine Sache. Und hier kann ich auch weiter ausbauen. Also erstmal das Gold abholen. Und ansonsten ist das ja hier natürlich alles auf Stufe 15. Aber Gold mittlerweile auf Stufe 22, beziehungsweise jetzt demnächst auf Stufe 23, beziehungsweise es braucht 14 Tage oder 2000 Pilze, so viel habe ich dann leider doch nicht. Deswegen warten wir hiermit mal ein bisschen, okay? Gut, mein Charakter natürlich ein bisschen höher jetzt gelevelt, so muss es nämlich auch sein. Und ich kann schon mal sagen, was wir das nächste Mal machen werden, das kann ich mal kurz anteasern. Wir haben nämlich ein Ticket gefunden für den Zirkus des Grauens, also da werden wir mal noch reingucken. Für jetzt möchte ich mal auf diesem Server wenigstens einmal kurz nach Osteros gehen, weil wir ja da das letzte Mal festgestellt hatten, dass wir den Sieg, sage ich mal, nicht so unglaublich entfernt sind. Und das sieht man jetzt auch hier, 2 Drittel mit 49 Millionen, oh 9 Millionen, das wäre es eigentlich gewesen.
Wenn ich wahrscheinlich mal wieder bei meinem Charakter nicht den Zauberladen vergessen hätte. Oh nö, habe ich dieses Mal gar nicht. Dann nehme ich alles zurück. Boah, wir bauen jetzt nochmal Stärke aus und ich versuche irgendwie da nochmal ranzukommen. Du, ich glaube, ich muss langsam anfangen, Ausdauer auszubauen. Das habe ich schon in der letzten Folge festgestellt. Ich habe langsam hier ein gutes Gap drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so wahnsinnig gut ist, was ich hier tue. Aber ich weiß ja sowieso nie in Jackson Fitch, ob Dinge so wahnsinnig gut sind, die ich tue. Deswegen lass doch mal drüber hinwegschauen. Ich könnte diesen Dungeon hier schaffen. Wir könnten das heute schaffen, weil ich gerade auf 9 Millionen gegangen bin. Also es ist auf jeden Fall mit der anderen Waffe. Ne? Hätte ich die jetzt ausgetauscht. Ah nee, da habe ich keinen guten Stärkristall. Ich nehme alles zurück. Aber das wäre möglich gewesen. Dieser Dungeon ist jetzt mit dem, was wir gerade eben hatten, 100% im Bereich von dem, was wir mit viel Pilzen, aka viel Versuchen, hinbekommen. Allerdings ist es, glaube ich, aktuell noch ein bisschen... Also, ich finde, es ist ja immer ein Unterschied zwischen schaffbar und realistisch schaffbar, nicht wahr? Und ich glaube, wir sind noch ein bisschen davon entfernt. Aber wir wissen, dass wir diesen Dungeon-Level auf jeden Fall durchspielen könnten. Das ist schon mal ziemlich cool. Bei den nordischen Göttern sieht das ein bisschen anders aus. Da sind wir nach wie vor auf der Hälfte oder so. Und auch hier bei dieser Schlange. Ich bin ja aktuell im Schlangen-Game, nicht wahr? Da brauchen wir auch gar nicht erst probieren. Ja, und Hemoridor auch. Da habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass das wir nach Osteros als nächstes schaffen. Und ihr seht, dass ich sie auch schon deutlich auf unter 50% bekomme. Aber auch hier ist es so, es gibt halt einen Unterschied zwischen schaffbar und realistisch. So, ich nehme alles zurück. Den Kampf würde ich mir jetzt aber, den speichern wir, auch mal im Detail angucken, einfach mal zu analysieren, was da eigentlich gerade passiert ist. Und können wir mal darüber reden, dass ich einfach nur Müll bekommen habe? Warum? Ich verstehe es nicht ganz. Wir gehen mal kurz auf die Nachrichten. Ich drücke zu selten auf die Nachrichten, deswegen ist das ein bisschen... Und gucken uns den hier an. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, den Kampf hier im Detail anzugucken. Also bis jetzt gar nicht so heftig. Gut, ihr habt bis jetzt gecrittet und es wird viel geblockt. Er hat nicht gecrittet. Ich habe aber auch nicht gecrittet. Der Kampf ist gar nicht so spektakulär. Ich dachte, das wäre jetzt mega krass mit eigentlich jedem Schlag ein Crit oder sowas. Gut, er hat echt wenig gecrittet und ich dafür jedes Mal aktuell. Okay, das erklärt, warum ich es jetzt geschafft habe. Aber da wäre sogar noch mehr gegangen. Obwohl, oh, da sind schon echt hart viele Crits bei mir drin, ne? Das war jetzt, glaube ich, sein erster wirklicher. Ja, okay. Okay, es war schon hart Glück. Wow. Wow, Alter, allein der Crit. Ja, okay, einverstanden. Also es war ein Kampf mit sehr viel Höhen und wenig Tiefen. Cool. Da hätte ich gedacht, dass wir vorbeigehen. Einfach mal noch. Endlich mal wieder eine richtig böse und überaus giftige Spinne. Passt ja zu den Schlangen. Alter, instant auf 33. Ey, hätte ich das geschafft, die jetzt hier durchzuspielen. Wie geil wäre das gewesen. Die schaffe ich auch. Also vielleicht nicht jetzt, aber die ist auch sowas von schaffbar. Oder ich schaffe sie halt doch jetzt. Yo. Alles klar, spielen wir heute noch Hemoridor durch, oder? Herrscher der Neuen. Ja, jetzt ist fertig. Den meine ich. Gut. Was steht denn da für Text dabei? Sein Reittier sieht ja ganz possierlich aus. Ich bin gespannt, was die Nummer 20 ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie Frodo oder also so irgendwas ganz Bescheuertes. Ja. Erinnert ihr euch noch, als ich vorhin große Reden schwingend gesagt habe, ach ja, ich brauche keine, ich verschaue jetzt all meine Edelsteine, weil ich finde ja eh nichts Besseres. Ja, ja, so viel dazu. Aber immerhin, hier ist halbwegs aufgeräumt. Gehen wir auf einen anderen Account, denn hier ist der Frühlingsputz genauso schlimm notwendig. Allerdings habe ich hier nicht so viel krasse Items. Also das ist irgendwie Müll. 397 Geschick Ausdauer, das wäre eine Verbesserung. Aber ich glaube, keine so wahnsinnige, wenn ich mir das so angucke. Ja. Kann man schon machen, oder? Kann man schon. Aber um ehrlich zu sein, ist mir hier fast meine jetzige Mütze lieber. Also das hier eventuell, dann was haben wir das hier? Das Geschickausdauer? Halt 20, ne? Ist halt auch wieder... Also die Mütze sehe ich ein, aber das sehe ich halt irgendwie noch weniger ein. Das ist ein Geschick-Item, ne? Also wie sieht es hier aus? Hier lohnt sich schon eher. Okay, das bekommt die und hier haben wir noch ein All-Attribut-Item und die mag ich ja sowieso überhaupt nicht. Also gut, setzen wir das mal eben ein. Das Ding hier kann dann demnach in die Toilette. War heute schon was in der Toilette? Nein, sehr gut. Und wir bekommen dafür ein entsprechendes Stärke-Item, was tatsächlich eventuell für ihn hier, oh ja, eine angenehme Verbesserung darstellt. Sehr schön, das kann also ins Klo. Jetzt müssen wir natürlich bei unserer Begleiterin
hier noch einen Edelstein-Socket hinzukaufen. Und sie bekommt jetzt den schwarzen Kristall. Allerdings ist kein so schlechten, also so ein Mittelding. 385 ist in Ordnung, weil ihre Stats in Ordnung sind. Und bei mir muss es ja der stärkere Kristall sein, weil ihr seht auch aktuell, also ich habe echt ein winziges bisschen zu wenig Geschick. Und deswegen machen wir hier auch so weiter. Der Kristall ist eine Verbesserung. Soweit, der Kristall. Der Kristall ist eine Verbesserung, sowieso. Und ja, der Rest, ich sag mal, wird schon passen, nicht wahr? Also, Edelstein-Socket hinzufügen. Sicherstellen, dass es wirklich geschickt ist, weil das habe ich ja schon mal hinbekommen, dass ich dann aus Versehen irgendwie, das ist eine sehr peinliche Geschichte, und den gelben Kristall eingesetzt und jetzt habe ich wieder 15 zu 13, also da habe ich jetzt gerade eben wieder ordentlich Unterschied geholt, was halt auch irgendwie notwendig ist. Okay, das kann irgendwie ins Klo, das hier hat absolut keinen Wert mehr, das zerlegen wir einfach sofort und das hier... Ach ja, ihr wisst, wie ich zu allen Attribut-Items stehe. Hier wäre es so irgendwie eine Verbesserung. Da könnte ich es einfach hinlegen, muss ich ehrlich sein. Ja, und genau das werde ich auch tun. Also das ist jetzt irgendwie hier eine Verbesserung von schon ein bisschen was. Aber irgendwie sehe ich es für alle anderen nicht ein, da auch nur irgendwas rein zu investieren. Aber für ihn kann man das schon machen. Deswegen hier auch ein Edelstein-Socket. Nicht den stärksten, sondern auch wieder irgendwie... Wobei, wir können schon den stärksten machen. Wir werden ja gleich sowieso aussortieren, nicht wahr? So, das kommt morgens ins Klo. Das wird nochmal ordentlich was geben. Das Ding hier können wir jetzt schon direkt so zerlegen. Danke. Und jetzt gilt es auch hier nochmal kurz aufzuräumen. Auch hier würde ich sagen, dass wir die Schwächeren wegwerfen. Den hier behalten. Hier den Schwächeren wegwerfen. Intelligenz, würde ich auch hier sagen, dass wir mindestens einen wegwerfen. Ja, wie sieht es denn hier mit meiner Festung aus? Haben wir gerade einen Edelstein bekommen. Hier wird gerade gar nichts ausgebaut, ist das richtig? Ah nee, das hier wird gerade ausgebaut. Ha, ha. Ja, dann behalte ich erstmal noch beide. Und jetzt haben wir nochmal einen neuen Edelstein hier bekommen. Ja, den 76er werfe ich noch weg. Dann haben wir hier eine Auswahl von 3 Edelsteinen. Und auch wieder ein bisschen Platz, wie schön. Und hier habe ich ja noch diese Waffe hier drin rumliegen, die allerdings mittlerweile mit meinen Stats, also nicht mehr im Ansatz mithalten kann. Das ist, ich weiß gar nicht, was mir mit der, also die ist vom Weihnachtsevent ist die. Aber was ich halt aktuell habe, nicht mithalten kann. Was labere ich für eine Scheiße? Natürlich ist sie besser. Ich habe mich in der Zahl, ich habe 584 die ganze Zeit gelesen und gedacht, ah ja, locker. Nein, die ist viel besser, Alter. Wie habe ich statt einer 6 eine, wow, cool. Also, die setzen wir ein. Die hat, wie sieht in der Range aus? 450 bis 700. Oh ja, auch der Range ist wirklich ideal. Alter, da will ich gleich die Stats sehen. Kriegt auf jeden Fall einen soliden Edelstein und wird natürlich auch dreimal verbessert. Zack. Vielleicht auch 4-mal. Man weiß es bei mir nie so arg. Waffen kann ich aber dann direkt weiterleiten, nicht wahr? Und zwar an meinen Krieger, weil für ihn ist das auch nochmal eine kleine, aber eine Verbesserung. So, und Waffen haben ja die doofe Eigenschaft, dass sie den Kram verlieren, wenn man sie in die Toilette haut, aus irgendwelchen Gründen. Deswegen zerlegen wir das jetzt so direkt. Und jetzt habe ich hier einen guten Boost. Also es ist fast 100... Ist schon spürbar. Sollte das jetzt meinen Schaden verbessert haben. Gut. Ey, dass ich die durch Zufall entdeckt habe. Nicht übel. Keine Ahnung, warum ich die bis jetzt. Also, aber auch hier ist das Inventar wieder aufgeräumt. Boah, das war echt notwendig. Jetzt kann man nämlich auch mal wieder vernünftig spielen. Es fuckt nämlich immer mega ab. Und da werden wir mir zustimmen können, wenn man nicht vernünftig spielen kann, weil das Inventar immer voll ist. Ja, cool. Das war also der Frühjahrsputz im Januar. Und nebenbei haben wir auch noch im Dungeon gut aufgeräumt und sind Stufe aufgestiegen. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber ich sag nicht nein. Bis nächste Woche. Ciao.